Oder im Wochenrückblick habe ich das Motorrad, was jetzt kommt, schon ein paar Mal so hier und da mal drin gehabt. Jetzt mache ich den Gesamtfilm, der geht aber nicht lang, der geht nur so, glaube ich, 8 Minuten oder irgend so oder 9. Den lade ich jetzt hoch. Den nenne ich jetzt Royal Enfield, Verkleidung, was weiß ich, Sonntagsfilm, keine Ahnung. Hier, ihr könnt ja gucken, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Jetzt? So. Hast du Feuer an? Ja, ja, es ist kalt heute. Ja, heute Feuer. Ist kalt. Hast du schon losgelegt hier? Ja, ich habe es immer nackig gemacht vorne. Ja. Gut. So, das Ding muss drauf. Ich habe die Gläser, die Scheibe erstmal runtergeschraubt, dass das nicht verkratzt. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie jetzt. Der Tacho kommt auch weg, gell? Komplett. Oder wie war das? Ja, da müssen wir einen anderen Halter bauen, weil mit dem Originalhalter, das geht ja nicht. Das ist ja. Das gibt eine enge Kiste, gell? Das gibt eine enge Kiste. Das kannst du jetzt gar nicht hinhalten auch. Ein bisschen. Kannst du ja ruhig hier, oder? Und so. Ja, weiter nach hinten. So ungefähr, gell? Weiß ich auch nicht. Ja, ich mache jetzt erstmal, dass das Ding aussieht. Das ist ja so ja, Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wir müssen vielleicht auch noch den Lenker drauf machen, damit wir da ein Bild kriegen. Die Lenker sind aber ganz schön tief dann, gell? Ja, der Mann ist sportlich. Der will eine sportliche Verkleidung haben, da kann der nicht mit Hochlenker fahren. Da gibt auch einen ganz schönen schmalen Lenkereinschlag dann, gell? Ja. Ich muss mal hinhalten alles. Ich mache mal aus jetzt hier. Ja. So, da wollen wir doch mal gucken, was der Künstler traktiert hat bis jetzt. Aha. Die Verkleidung hängt schon mal so dran. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da hinten hat er es noch hochgebunden. Okay. Die Armaturen hat er da oben reingesetzt. Auch ganz gut. Da hat er den Halter gebaut. Kriege ich das drauf? Da unten festgemacht. Hier durch. Ja. Dann hat er hier oben so Röhrchen, Verstrebungen. Ja. Na gut, ist alles noch nicht fest, ist alles noch professorisch besetzt. Sieht doch gut aus. Das wird doch was. Cool. Draußen fliegt ein Hubschrauber, hört ihr? Bei der Enfield haben wir jetzt erstmal den Tank abgemacht. Oben steckt noch der Schlüssel drin. Dann müssen wir jetzt hier noch. Hier. Dirk hat schon angefangen. Hier, Halter, seht ihr das? Hier. Das wird dann hier irgendwie noch verschraubt. Da mussten wir halt den Tank abbauen, was auch nicht so einfach ist mit den ganzen Spezialstecker. Aber hier geht's auch voran. Warum rennen da draußen die Hubschrauber rum? Ist irgendwo Krieg. Ah, da oben ist er. Habt ihr gesehen? Haben gerade noch so erwischt. Alles klar, gut. Heute Abend nochmal die Enfield ins Visier. Die Verkleidung, die sitzt jetzt. Jawohl. Hier vorne kommt noch so eine Scheibe hin. Die habe ich jetzt noch nicht dran, weil die Elektrik ist noch nicht gemacht. Das kommt jetzt später. So sieht das jetzt aus. Dirk, du hast eine richtig schöne filigrane Halter gemacht hier auf der Enfield. Hier ohne. Ja. Ja, das sieht richtig gut aus. Sieht echt gut aus. Das sieht mir fast gar nicht. Echt cool. Gut. Ja, das ist bei dem Apparat alles speziell. Hier ist alles außen auf Millimeter ausgerichtet bei dem Apparat. Weil hier Lenker. Zum Beispiel, na hier, das ist alles bis aufs Müh, gar nicht so einfach, aber so sieht es dann im Prinzip aus. Der Trisser macht dann noch am Wochenende Elektrik und dann sind wir damit auch durch. Der Hinterradeinbau, Leute, das ist schon ein Witz hier. Ich will erstmal hier die Schraube festdrehen, damit ich es noch vergesse. Gut. Also, was soll ich jetzt erzählen? Hier ist alles im Weg. Die Bremse ist im Weg.
Ne? Dann hier drüben das Kettenrad. Das geht dann mit dem Rad raus. Hier ist die dicke Schraube. Das muss man erstmal lösen. Ich hätte es ja vorher mal filmen können. Dann muss das hier trotzdem fest sein. Dann wird das Rad rausgeschoben nach links. Der muss rausgezogen werden. Das ist Millimeterarbeit. So, die Decke hat mir geholfen. Allein kriegst du das schon gar nicht hin. Da flippst du halt aus. Jetzt muss ich nur noch das mit der Bremsleitung hier richtig machen, damit die Licht, und da ist das hinten dann erledigt. Aber da mache ich jetzt auch schon wieder überhalb schon drum. Ein Wahnsinn. Thomas, hast du die Verkleidung abgenommen, wo wir dran gemacht haben? Die Verkleidung ist spitze. Gefällt dir das? Schöner geht's doch kaum. Na gut, da haben wir ja Glück gehabt. Wie gefällt's dir? Ja, ist gut. Kann man so lassen, gell? Ja, vor allen Dingen vorne da mit der Aerodynamik-Scheibe, wo da dran ist. Ja, da kommt noch ein Goldfisch rein. Noch ein Goldfisch. Ja, noch ein Goldfisch hier rein. Aber ich finde, es passt gut. Ja. Ich schaff's auch halbwegs mit dem Geläuf hier drauf Platz zu nehmen. Das passt, ja. Passt gut. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, haarscharf. Bei Ducati ist es noch viel schärfer. Ja. Das geht noch. Ne, ich bin voll zufrieden. Okay. Da würde ich sagen, dann wünsche ich dir ein paar schöne Kilometer dieses Jahr. Danke dir. Alles klar. Alles ein Quatsch, das ist ja klar. Der Thomas ist jetzt weg. Er hat das Motorrad jetzt mitgenommen, aber was er uns noch mitgebracht hat, haben wir gar nicht gefilmt. Man kann ja nicht alles filmen. Heute war sowieso noch viel mehr Action. Egal. Greppel. Vom Feinsten hatte Thomas uns hier ein ganz Paket mitgebracht. Ein paar fehlen schon. Die meiste davon hat er selber gegessen. Aber alles gut. Ja, jetzt ist die Enfield auch fertig. Mir hatte eben, wo der Thomas weg war, hatte Tristan und ich, haben wir nochmal geschwätzt. Der Tristan hatte die Elektrik dann noch gemacht. Das haben wir ja gar nicht gefilmt. Vorne drin müssen wir noch ein bisschen mehr abisolieren. Das sind die Stecker, das ist alles in Ordnung, aber ein bisschen abisolieren. Das haben wir dann erst, wo der Thomas weg war, haben wir das erst irgendwie nochmal geschnallt. Naja, gut. Im Notfall, der Thomas ist ja kein Dummer. Das kann er auch selber abwickeln. Alles klar. Leute, und Thomas, viel Spaß und tschüss. Und ne, das ist jetzt so ein Sonntagsfilm, wo ich jetzt hochlade.